Hallo Leute, heute haben wir hier wieder ein Set von Banbao und zwar Peanuts Sport. Und Charlie haben wir letztens ja zusammengebaut. Heute ist Snoopy bei seinen Tätigkeiten dran. Und zwar ist das American Football mit 62 Teilen und der Preis für diese Packung inklusive Inhalt ist 7,95 €. Das hat auch eine Rückseite. Und wenn wir uns das mal anschauen, da gibt es noch jede Menge. Mal gucken. Werden wir wahrscheinlich auch zusammenkriegen irgendwie. Dann wollen wir mal den Karton aufmachen. Ja, sieht gut aus. Einfach verklebt. Ja. So, man schneidet die Seite hier auf. Das ist uninteressant. Kommt hier die Lasche wieder drüber. Dann kann man das ohne große Probleme aufmachen und den Inhalt herauspurzeln lassen. So, nichts mehr drin. Das stellen wir mal hier hin, damit jeder sieht, um was es geht. Jetzt wollen wir schon mal ein bisschen knistern. Ich will auch. So, hier haben wir Aufkleber dabei. Aber nur einen. Oha, die wollen, dass wir beide arbeiten. Das ist doch schön. Ich habe hier einen. Zwei Anleitungen. Das ist einmal die Nummer 753001 und 75 302. Ich würde mal sagen, das ist das Tor. Da kenne ich nur einen Begriff für. Hat. Wer sich ein bisschen im Football auskennt, weiß, wen ich meine. Und dann haben wir hier noch die Punkteanzeige. Wir gehen jetzt her, schnappen uns eine Schere. Pro Anleitung gibt es eine Tüte. Meine. Nicht, dass jemand denkt, dass es irgendwo Vermischungen gibt. Das sieht relativ toll aus. Ich habe den Football gefunden. Da bin ich gespannt drauf. Ja, das wird als erstes mal kontrolliert. Ob wir hier jemanden haben, der das ordentlich macht. Immer besser wieder. Als viele andere, aber. Immer wieder. Plastik in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne. Ich glaube, das auch ganz gleich. Ja, ich mache dann auch gleich die Nummer 3 auf. Ja. Ja, das ist für die eine Plate oben. Ist okay. Ich hole dann auch mal Snoopy raus aus seiner Zelle. Freiheit für Snoopy, weg mit der Tüte. Genau. So. Dann wollen wir mal schauen. Den Football lege ich auch zu Snoopy. Ich kann hier im Moment nicht gebrauchen. So, und jetzt wollen wir uns mal die Fensterchen angucken. Also auf jeden Fall besser als viele, viele andere. Linien. Ja, es sind Kratzer drauf, aber Mikrokratzer kommt durch die Verpackung in der Tüte. Auf dem zweiten Fenster ebenfalls. Bleibt halt nicht aus. Außer man packt sie einzeln ein und macht dann eben halt Modelle. Hier ist ja nur ein einziger Kratzer drauf. Ui. Ja, ein paar ganz kleine, oder? Ein paar ganz kleine hier und dann hier unten ein etwas
Das ist so doppelt so groß wie der. Na, ist egal. Kommt halt durch die, durch den Transport. So. Dann haben wir das da. So, wir sind so breit, weit, dass wir zum Ende kommen. Ja, wenn man sich das Bild auf der Verpackung ansieht, kann man feststellen, dass das verkehrt rum drauf ist. Nie im Leben, nie im Leben. Sonst bringt eine Bank nichts, wenn die nichts sehen. Die brauchen nichts zu sehen. Das hat mir so besser gefallen. Bei manchen Spielen ist das wirklich so. Besser, ja, dass man besser nicht sieht. So, wir haben das geschafft. Ich lege das Ganze natürlich ja, so, dass man es auch sieht. Dann wollen wir uns erstmal hier unseren Snoopy angucken. Wie der Bursche aussieht. Er sieht doch toll aus. Ich werde mal ein bisschen besser in Szene setzen. Wundervolles Figürchen. Super. So, also bis auf zwei Steinchen, die nicht so gut klemmen. Das ist einmal hier, hier. Habe ich hier keinerlei Beschwerden. Die Fenster sind trotzdem klar. Die sind wunderschön klar. Schaut selber. Wundervoll klar. Die Kratzer, die kommen, die garantiert aus den Tüten, aus der Tüte, weil sie einfach nur drin gelegen haben. Wunderschön klar. Wenn ich mir erst so ein paar Lego-Fenster angucke, die wir da hatten. So. Zwei Teile sind übergeblieben. Wie gesagt, für 7,95 Euro. Genial. Ein wunderschönes Set zum Spielen. Nicht einfach nur hinstellen und seltsam gucken. Nimmt man sich zum Beispiel jetzt die Charlie Brown Figur dazu, können sie zusammenspielen. Ja, die haben wir ja auch hier. Nicht, dass die Leute denken, dass die Figuren auch hier nicht zusammenpassen, sondern passt perfekt in die Reihe. So, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Abonniert uns, dann verpasst ihr auch keine von unseren Videos. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. So, das war's dann im Großen und Ganzen. Wir wünschen euch einen angenehmen Tag und verabschieden uns mit Let's Break.